So, da sind wir wieder und wir sind gerade in Sledge Safe House und wollen den Minentor-Schlüssel holen. Jetzt aber wirklich. Jetzt sind wir schon wieder hier drin, aber diesmal wollen wir auch hier drin sein. Und, Was? Hab ich dich erlaubt? Ja. So, du kaufst gerade anscheinend noch Munition. So ist es. Okay. Was hast du jetzt schon wieder? Nichts. So. Die leuchtet aber schön, die Waffe. Jetzt vor allem, wo das hier so schön dunkel ist. Da kommt hier nichts von. Vielleicht siehst du es bei meiner, die hat ja auch so blaue Stellen. Ah ja. Oh, da sind auch direkt schon. Okay, gut, ich habe jetzt Transfusionsgranaten eingesammelt. Die habe ich immer sehr gern, denn die heilen uns, wenn ich die werfe. Das ist gut. Das möchte ich jetzt noch nicht verschwenden, aber ich glaube, die werden wir gleich auch brauchen. Yeah, wie der sich auflöst. Boah, jetzt hier habe ich es auch gesehen. Uiuiui, cool. Der Schädel. Uah, ja. Gefällt mir irgendwo. Da stelle ich mir jemanden vor, den ich nicht leiden kann. So, wir sind hier ganz anfällig. Auf unsere Elektrowaffen. Oh, und wir sterben beide. Was ist denn hier los? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hört, wie unsere Waffen spricht. Ach, das ist ein knallharter Räuber, okay. Ich, klar. Dass das dann nicht klappt. Kinnhaken und nochmal einen Schlag in die Fresse. Mach die Tür auf! Du siehst eher aus wie einer, der die Tür bewacht. Nee, ich hab keine Bock auf Wache. Ah ja. Da war die Heilung. Naja. Hab ich hier die weggenommen oder was? Nee, nee. Ach so. Die Granate. Ach so, okay. Ich dachte gerade, ich habe ein Pack eingesammelt, womit du dich heilen wolltest. Oh, ich sehe gerade. Ein Claptrap. Claptrap ist hier vorne, ja. Den können wir auch gleich besuchen. Dann müssen wir gleich nämlich auch wieder zurück. Denn der ist wieder kaputt. Dem können wir dann wieder helfen. Dann haben wir wieder ein größeres Inventar. Finde ich gut. Oh, oh, da sind wieder... Nach Blut. Schmeckt's. Achso, jetzt bin ich gleich mehr in einem Schlag. Voll. Hallo? Ja. Okay. Könnte das Spore of Warcraft gerade sein. Die Zahlen sind nicht genug, dass ich das überleben kann, also. Oh je. Oh, ich bin nur am Sterben, ey. Ich bin aber kein Veganer, ne? Du siehst auch nicht aus. Oh. Nee. Was war das denn? Ich habe gar keine Chance. Hä? Okay, jetzt sehe ich ja nichts mehr. Jetzt ist bei mir komplett schwarz. Ich bräuchte ihn, glaube ich, nur noch einmal treffen. Aber, dadurch, dass ich nichts mehr sehe... Ich bin, glaube ich, in dir gestorben. Habe ich den Eindruck. Oh.
Das können auch nicht viele von sich behaupten. Wahrscheinlich wurde ich deswegen weggespawnt, weil ich hatte gar keine Chance, irgendwie mich wieder zu beleben. Kann natürlich sein. So, hier gibt es wieder Waffen. So, hier ist auch wieder ein Claptrap, den wir wieder retten können. Ich weiß auch schon, wo das Teil liegt. Nein, weißt du nicht. Was? Doch, ich weiß das. Ich weiß nicht! Ich hol's gerade mal schnell. Wow, ganz ruhig. Du spielst nur den Berserker. Du bist nicht der Typ. Was? So, da oben liegt's nämlich auch schon. Muss ich da jetzt nur irgendwie hochkommen? So, ich hab's. Bring ich mal gerade schnell vorbei. Ach, da bist du. So. So, sah es gerade aus, als wäre man an mir vorbeigehüpft. Jetzt müssen wir es aber auch noch separat benutzen im Inventar. So, und drei neue Plätze habe ich jetzt. So, bei mir hat sich nichts verändert. Ich habe immer noch 12. Ja, weil du sie erst benutzen musst, sagte ich ja gerade. Und der hat uns jetzt zum Dank hier eine Tür aufgemacht, in der wir neue Items finden. Eine Schatzkiste. Und, oh ja, Post-Napper-Gewehre. Ist da meine aber stärker. Ja, meine auch. Aber ich kann einen Revolver tragen. Das, zwar nicht den, den ich gleich tragen werde, aber immerhin einen. Ich habe nämlich einen gefunden. Ich mag die ganz gern. Ja, Clappy, hast du was zu sagen? Oh, Blut. Tomatensuppe. Wo bist denn du? Ich bin hier, vor dir. Ah ja, jetzt sind wir auch... So. Oh. Oh, wir haben uns gerade gegenseitig gekillt, was ist das denn? Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt in Borderlands. Also so, natürlich schon mit Granaten, aber nicht so. Sag mal. Ah, ich hoch. Ein brennender Psychopath ist bei mir gewesen. Apropos brennen, ich mach den Feuerstoß. So. Sind alle weg? Ja, anscheinend schon. Uppala. Rutsch beim Aufstehen nicht auf deinem Blut aus. So. Rutsch ja nicht auf mein Blut aus. Genau, wir folgen einfach mal den Pfeilen hier. Ah, die kleinen Mini-Psychopathen haben hier lustige Geräusche gemacht. Ja. Hua, hua. Hilfe. So, das reicht aber. Ich hab's anscheinend eher drauf. Deswegen sagen auch viele, ich soll Synchronsprecher werden. Oh, hier vorne ist schon soweit und... Ja. Ich brauche aber neue Muni für SMG. Hier gibt es irgendwo Munition. Moment mal, hier kann man irgendwie hoch. Weil ich meine, hier gibt es dann auch Gegner mit Schilde. Ich höre schon wieder so einen, ne? Ah, ich hab hier was. Ja. Oh, perfekt. Gut, gut. 240, das sollte reichen. Hm? Wer schießt denn da schon?
Ah, so, ich habe den gefunden, der stand irgendwie gerade im Licht. So, gut, gut. Moment, ich komme jetzt auch runter. Können wir da reingehen? Wir können nicht, wir müssen. Oh, da ist er, der rasende Psychopath. Oh, hauaha. Kommt natürlich auf mich zugerast. Ich werfe auf jeden Fall Transfusionsgranaten hier rum. Oh, oh, der Challenger ist schon fast wieder down. Du Scheiße, ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Ah. Es ist noch zu früh zum Sterben, mein Freund. Ja. Ich hau dir auf die Klöten, mein Freund, da. Achso, jetzt haust du wieder ab. Hau ich dir auf den Arsch. Ja, gleich haben wir ihn. Hey, ich gedacht, dass es so gut läuft. So, Bloodwing. So, gut. Ja. Der letzte Angriff galt ihm. Oh. So, jetzt können wir noch hier den Minentorschlüssel holen. Da ist er. Jetzt habe ich mich gerade zweimal gehört. Ja. War wohl ein bisschen zu laut. Oh nein. Ich will endlich dieses Feuerartefakt haben. Gut, was? Jetzt haben wir auf jeden Fall den Typen erledigt und... Moment, habe ich nicht irgendwas Gutes noch eingesammelt eben? Ja, und Knuff. Uah. So. Ich halte dir den Rücken frei. Ja, mach das. Boah, das ist ein Irrgarten teilweise, ey. Ja, ich mach das gerade eigentlich ganz einfach. Wir sind ja hier so Pfeilen gefolgt auf dem Weg rein. Ich hab mich einfach entgegengesetzt der Pfeilrichtung, einfach wie ich hier rausgegangen bin. Naja. Alle verkaufen. Ernsthaft? Ja, der ist schon echt heftig, der Typ. Wow. Nee. Vielleicht schaffe ich es noch, den zu töten. Ich nicht mehr. Ja, habe ich geschafft. Ja. Und Levelaufstieg gekriegt dafür. Oh, yeah. Oh nein. Den hätte ich genauso gut verdient. So, wo ist er noch? Da ist einer. So, dann nochmal in Bloodwing und jetzt habe ich wieder die nächste Stufe freigeschaltet. So, was mache ich denn da? Wenn Bloodwing Feinde angreift, werden sie langsamer und verlieren an Zielgenauigkeit. Das finde ich doch ganz gut. Das mache ich dann auch als nächstes. Und auch hier ist wieder super, wenn ich wieder, wenn Bloodwing den Skill hat, dass er mehrere Feinde angreift, dann habe ich mal eben, wenn das maximiert ist, dann greift er 5 Feinde an, die da einfach da stehen und sich kaum bewegen können und kaum Schaden machen. Also boah, das ist schon. Das ist schon echt guter Skill, deswegen spiele ich auch so gern mit Mordecai. Alles klar. Gut, dann können wir hier jetzt wieder irgendwie rausfinden. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo es lang geht, ehrlich gesagt. Ne, Moment mal, da geht's.
Ich glaube, da geht's wieder ins Level rein. Nee, 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 wir müssen wieder zurück. Ich meine auch. Hallo? So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier geradeaus, dann sind wir hier raus. Wenn wir erstmal ein bisschen Munition holen, wäre gut. Ah, sehr schön. So, und jetzt mal gucken, dass ich mal... kann ich mir nicht leisten. Ich wollte die Granaten upgraden, dass ich mehr tragen kann. Aber ich kann jetzt meinen Revolver tragen, sehe ich gerade. Das ist natürlich gut. Das wird jetzt Premiere. Ja. Und den Rest werde ich nämlich jetzt mal verkaufen. Jawohl. 666 Magazin. So, und jetzt mal gucken. Upgrade für Granaten. Mir fehlt noch ein kleines Strichchen an Erfahrung. Ja. Das ist Verrat. Das werden wir gleich bestimmt erledigen. So, und jetzt können wir auch die ganzen Level 15er Sachen machen, die jetzt zum Beispiel hier bei den Arid Hills sind. Ja, genau, die Schocksteine. Die Ernte. Die zum Beispiel auch. Jetzt haben wir aber hier, Moment, ich wähle sie nochmal gerade aus, wo wir gerade schon mal hier sind, die Legende von Mo und Marley. Ach, Mo, der Schläger von Gothic 2, der Hafenschläger. Und von Risen 3. Und von Risen 3 auch noch. Oh. Ja, da ist er auf Kalador. Ach, hab ich ganz vergessen. Warum habe ich Dingens jetzt aktiviert? Weil man es kann. Na also, geht doch. Boah, Schanz, Resistenz habe ich jetzt. Oh, danke. So. Sehr fein. Hallo. Okay, jetzt aktiviere ich gerade mal schnell diese Wiederbelebungsstation. So, denn der Kampf gegen Mo und Marley... Die Racker sind wieder los. Ja, der Kampf gegen Mo und Marley dürfte jetzt auch nicht allzu leicht sein, weil er auch noch ein paar... andere Skeks rumrennen. Wen haben wir da? Das ist ein Spucker-Skek. Einfach nur, okay. Hä? Warum hat er jetzt schon so wenig Schaden? Also, wen fehlt denn die? Hat ihn jemand angegriffen oder was? Man weiß es nicht. So, und jetzt mal einen Revolver testen. Oh, das ist der? Ja. Boah, nicht schlecht. Mach das davon, komm sch... Das ist schon ein Kaliber. Er peitscht da wie Yoshi mit seinem... mit seiner Zunge herum, ey. So ein Skag, oder was? Okay. So, hier sollten sie jetzt eigentlich sein. Mo und Marley. Oh! Noctura hat den Kampf verlassen. Okay. Hm. Dann... Okay. Er ist auch aus Skype weg. Irgendwas stimmt wieder nicht mit meinem Internet wahrscheinlich. Na gut, dann werde ich ja mal gerade einen Cut ansetzen und hoffen, dass er gleich wieder zurück ist. Bis dahin. So, da ist er auch wieder. Das war kein Internetproblem, sondern der Rechner ist abgeschmiert.
Genau, wie damals bei Path of Exile. Jetzt. Verfolgt mich alles bis hierhin. Ja. Deswegen kann ich auch das ein oder andere Spiel nicht spielen. So, gut, dann gucken wir mal. Hier oben sollten nämlich jetzt eigentlich Mo und Marley irgendwo sein. Ach, das ist wieder so eine Gebietsmarkierung. Die sind halt nicht exakt hier. Oh, da sind sie auch schon, alles klar. Ja, natürlich kommt er auf mich zu. Yeah! Ja. Uiuiui, wo kam Mo jetzt auf einmal her? Aus Rüssen 3. Ja. Hier hin. Och, jetzt hat der Bloodwing den falschen Gegner angegriffen. Ah, gut. So, ist Marley denn auch irgendwo hier oder ist das jetzt nur Mo erstmal? Ja, da hinten ist Marley. Ach so. Der Bob. Ui. Ja, gleich haben wir ihn. Yeah, boah, 4500 Erfahrung. Oh, jetzt habe ich dir die Gesundheit weggenommen. Oh nein. Marley. Ich glaube, Marley ist blitzresistent. Was soll's? Genau, einfach mit den Fäusten drauf. Scheiße, ey, der stoßt mich immer weg. Ja. Komm, Marley. Muss so gehen. Das ist echt blitzresistent. Mhm. Deswegen bringt mein Revolver jetzt leider gar nichts. Rechts. Ja, aber geht wahrscheinlich so ganze Munition drauf. Ah. Oh nein. Auch das noch. So, jetzt aber. Ich hab ein Medikit gefunden. Genau, das Medikit lasse ich mal für dich. Aber irgendwie hat mich das trotzdem nicht aufgeheilt. Ja. Was soll denn der Scheiß?
Ja, im Prinzip können wir jetzt auch den Todeskreis Runde 2 machen. Als nächstes, im Prinzip. Aber ich denke mal, heute nicht mehr. Nee. Aber als nächstes dann. Oder wollen wir erstmal die anderen Sachen abgeben? Ja, da werden wir schon eher nach. Okay, dann machen wir das halt als nächstes. Und ich bleibe hier überall hängen. Naja, bei der Statue. Da wollen es einige nicht anders. Nee. Die geben jetzt auch nur noch 18 Erfahrungen, beziehungsweise 16. Ich habe jetzt 5018 Erfahrungen gekriegt. Ja, weil du irgendwas wieder freigeschaltet hast. Ach, frag mich nur was. Siehst du das eigentlich, wenn du was reingeschaltet hast? Ja, steht ja dann oben. Da steht dann oben Herausforderung abgeschlossen. Und dann der Name davon. Medikit, ja. Oh ja, hier sind zwei sogar. Na toll, die 20 Punkte, ey. Mau. Oh ja, ein bisschen. Du hast wahrscheinlich mittlerweile so viel Lebensenergie, dass sie gar nicht mehr auffallen. Aber ich kann gerade mal eine... ich habe gar keine Granaten mehr. Das hätte ich gesagt, ich werfe gerade mal eine Infusionsgranate. Infusion, ja. Transfusion. Dann wärst du ja auch geheilt gewesen. Aber nein. Da stirbt er lieber. Wow. Der Veganer, der ich bin. Uiuiui, haben wir oben wieder. Alpha Skag. Ach, jetzt bin ich hier wieder mal voll mit Heilung. Ja. 421 Ach. Leben. So, wer will jetzt noch erschossen werden? Was haben wir hier noch? Der. Gut. Und ich sehe auf dem Echo-Gerät unten immer noch ein paar Gegner hier. Also irgendwas läuft hier immer noch rum, aber ich glaube hier am Anfang sind jetzt auch wieder ein paar, oder? Oder nee, hier unten ist eine Safe-Zone quasi. Na gut. Warte mal, ich habe hier so einen Revolver 35x7. Ui. Ja, cool. Oder 42x7 auch noch. Den hast du gefunden, oder? Jo. Ui. Warte mal. Ah, meins. Ah ja, der macht mehr Schaden als meiner. Hat aber weniger Präzision und eine kleinere Feuerrate. Oh nein. Na gut. Dann nicht. Dann nicht. So, was verkaufe ich denn jetzt hier alles? Ah, Moment, da habe ich gerade was verkauft. Das hätte ich eigentlich gut gebrauchen können. Hier diese SMG behalte ich mal doch besser. Denn macht Feuerschaden. Ich guck mal gerade, wie die denn so schießt. Ah, 12 Tage von Pandora habe ich nämlich. Ah. Heißt ja, Assault Rifle Kills 12 von 12, Pistol Kills 11, Shotgun Kills 10, SMG Kills 9, Sniper Rifle Kills 8. Ah, okay. Die habe ich noch nicht. Da fehlen mir jetzt nur noch die Shotgun-Kills.
Boah, so viel freizuschalten, ey, so wird man doch schnell 69. Ja, aber da sind auch viele Sachen dabei, die da brauchst du ewig, bis du das mal hast. Ja gut, macht Sinn. Ja. Gut. Abreise. Gehen wir mal gerade hier durch. Da wird noch schnell was abgegeben. Ja, liefern wir schnell ab. Dann ist auch futsch. Feierabend. Nehme ich noch was für mich auf, glaube ich. Ja. Macht gerade so Bock, dabei habe ich noch so viel hochzuladen. 29 Videos. Uiui. Aber bei einigen Projekten habe ich schon die Laufzeit reduziert von 30 auf 20. Ah, okay. Jetzt bei 9. Versteht sich. Ja. Dick Rig, Torchlight 2 mit Mods. So. Ich bleib mal im Wagen stecken. Ja, mach das ruhig. Entspann dich mal, leg die Füße hoch. Ah, eingeschlafen. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor sie wieder einschlafen. Ganz schön einsam hier. Ja, Level 16, das lobe ich mir. Jetzt haben wir auch ein Artefakt erhalten. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel hier... Ach, ich muss das erst im Inventar hier auswählen. Brandartefakt, yeah! Genau, oh Mann, ich würde das jetzt so gerne ausprobieren. Brandartefakt, jetzt hat mein Bloodwing nämlich auch noch Feuerschaden. Und meine Schläge verursachen Feuerschläge. Mann, das würde ich jetzt mal zu gern ausprobieren. Und dann schmiert mein PC wieder ab. Ja, ich glaube auch. Okay, alles klar. Dann war's das für heute und... Bis zum nächsten Feuerschlag! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.